Herzlich willkommen zu unserem kleinen Minikurs Programmieren mit Python, und wir programmieren das Game of Life. Das ist die dritte Folge von diesem Kurs und das sozusagen gedacht als Programmieren durch Mitprogrammieren. Und wir hatten das letzte Mal unser Fenster erstellt, da werden wir gleich auch noch etwas umändern müssen. So. Und dieses Mal werden wir die Pilze setzen, wir werden die zufällig setzen, also den Anfangszustand. So, dann werden wir die auch grafisch setzen, also wir müssen das zweimal machen, einmal ins Datenfeld hinein, das ist sozusagen der erste Schritt, und dann werden wir die grafisch setzen, und dann müssen wir natürlich das Ganze auch noch aufrufen können von unserem Fenster aus. Das heißt, wir haben drei Schritte insgesamt zu programmieren. So, das ist eine ganze Menge und wir fangen gleich an. So, als allererstes, mein Zähler Entry, der hat überhaupt keinen Anzeigetext. So, und damit wir das dann schön sehen, werden wir uns jetzt noch ein Label programmieren, und zwar ein Zähler Label, das ist gleich Label, gehört auch ins Fenster hinein, und der Text ist gleich Anzahl der Pilze. Also, das Ganze müssen wir dann noch in unser Feld reinsetzen, und Zähler Label Punkt Grid kommt in die erste Spalte hinein, ist gleich 0. Und Column ist gleich 1. Müssen wir jetzt ein bisschen mehr umändern, und Sticky ist gleich West plus Ost plus Süden plus Norden. Das heißt, es soll mir die ganze Zelle ausfüllen. So, jetzt müssen wir hier, dort, wo wir unsere Skala reinschreiben, müssen wir eine 2 draus machen. Das soll also in die zweite Spalte reingesetzt werden. Und dementsprechend soll jetzt das Feld mit Pilzen auch alle drei Spalten umfassen. Und wir schauen uns das Ganze mal an, wie es jetzt aussieht. So, nicht wirklich schön, weil unser Eingabefeld noch nicht richtig gut sitzt. Das heißt, wir werden das jetzt auch noch umändern auf, tun wir noch ein Ost dazu und schauen uns das Ganze nochmal an, ob es jetzt ein bisschen besser aussieht. Nun ja, also es lässt zu wünschen übrig, aber es lässt sich auch damit leben. So, unser Scale, hier der Schieberegler, der funktioniert schon gut, aber bisher macht es noch nicht mehr. Das wollen wir jetzt ändern. So, jetzt gehen wir über das Grafikfenster, aber unter die globalen Variablen. Und da fangen wir jetzt an, unsere Funktionen reinzusetzen. So, das Erste, was wir machen wollen, ist, dass wir sagen, wir wollen die Pilze anpflanzen. Und dazu schreibe ich eine Definition, die nennt sich Pilzfeld anpflanzen. So, der wird keine Variable übergeben, weil wir eben auch ganz viele Variablen global benutzen. So, und das Pilzfeld wird zufällig mit Pilzen besetzt, einfach nur damit wir eine Übersicht behalten. So, wenn ich eine Variable definiere und am Anfang definiere und möchte die in einer Definition verändern, dann muss ich die in der Definition selber nochmal auf global setzen. Und hier brauche ich mein Pilzfeld. Das muss ich auf global setzen. Und dann muss ich das einmal durchlaufen. So, dann for i in range. So, dass ich erzeuge jetzt eine doppelte Schleife oder eine in sich geschachtelte Schleife. 0 bis x max und 1.
Das ist das erste. Jetzt kommt die zweite Schleife dazu. Upsala, Entschuldigung. Doppelpunkt dürfen wir am Ende nicht vergessen. So, sonst macht er uns einen Fehler. VJ in Range 0 bis Y max. Und auch hier wieder 1. Die 1 müsste ich nicht dazu schreiben. Die ist eigentlich, ist die, wenn ich die weglasse, wird die automatisch gesetzt. Aber einfach um zu sagen, ich gehe von 0 bis x max minus 1 in einer Schritten und beachte, dass das der Abbruchwert ist und die Schleife wird vorher abgebrochen. Das heißt, wenn ich von 1 bis 100 schreibe, durchläuft er mir die nur 99 Mal, weil er, sobald er hier beim 100. Mal an oder bei dem 100. Durchlauf ankommt, bricht er aber ab und zwar vorher. Das ist so ein bisschen anders als bei anderen. So, jetzt erzeuge ich mir eine Zufallsvariable und dann nehme ich eine Zufallszahl aus dem ganzzahligen Bereich und setze es 1 bis 5. Und das heißt, zwischen 1 und 5 gibt er mir jetzt eine Zahl zurück und wenn k kleiner als 4 ist, dann soll der mir auf dem Pilzfeld, auf dem entsprechenden Pilzfeld einen Pilz setzen und das mache ich dadurch, dass ich sage Pilzfeld i, also eckige Klammer auf i, eckige Klammer auf j ist gleich 1. Gehe ich am Ende ein Return ein, damit ich weiß, jetzt ist ist das zu Ende, meine Definition oder meine Funktion, die ich programmiert habe. So, und das war es im Prinzip schon, da durchläuft jetzt sozusagen das ganze Feld und dann setzt er mir zufälligerweise irgendwelche Werte auf 1. So, das ist das Erste, was wir machen. Also, jetzt müssen wir das Pilzfeld zeichnen. Auch hier übergeben wir keine Werte, aber wir müssen zwei Sachen wir müssen das Pilzfeld wieder auf global setzen. So. So, als allererstes, das ist jetzt eine Sache, das hat etwas mit der Canvas zu tun. Lösche ich sämtliche Pilze und zwar alle Pilze, die den Tag Pilze bekommen haben. So, oder beziehungsweise setz das mal in einen Kommentar hinein. Wir brauchen das später nochmal. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant. So, und jetzt kann ich mir im Prinzip meine Schleifen, die brauche ich des Öfteren, die kann ich mir jetzt hier wieder runter kopieren. So, also wir brauchen einmal die i und oder einmal die x-Achse und einmal die y-Achse durchlaufen. So, und jetzt machen wir Folgendes. If Pilzfeld i und j gleich, doppeltes Gleichheitszeichen bitte, weil wir vergleichen. So, und dann machen wir Feld mit Pilzen. Punkt. Create Oval. Na, bin heute so ein bisschen unsicher. So, und jetzt kommen hier die ganzen Werte rein. So, jetzt muss der mir an eine entsprechende Stelle, muss der mir mein Pilzchen setzen. Das errechne ich mit i mal dmax. Das heißt, so, der durchläuft jetzt die x-Achse und nimmt das mit dem Durchmesser des Pilzchens, multipliziert er das. So, und dort setzt er dir dann meine linke obere Ecke hin. So, und plus 2. Und
Das ist jetzt wieder der Ästhetik geschuldet, sonst schneidet er das Pilzchen komischerweise ein bisschen ab. So, das Ganze muss ich dann auch mit der Y-Achse machen, plus 2, Komma. Jetzt kommt die rechte untere Ecke, die muss ich dann dementsprechend auch berechnen. So, plus. Und jetzt muss ich den Durchmesser nochmal mit dazu berechnen und setze hier plus 1. Auch die plus 1 ist hier wieder rein ästhetisch gemeint. So, dann dasselbe nochmal mit der Y-Achse. D-Max plus D-Max plus 1, Komma. Dann gebe ich dem Ganzen eine Füllung und da nehme ich ein schönes Grün. Das ist in dem Fall 3C BE 3,4. Und die Außenlinie, die wird sonst schwarz gezeichnet, die setze ich auf dieselbe Farbe, nämlich auch auf das Grün. 3C BE 3,4. So, und jetzt gebe ich dem Ganzen einen Tag und der nennt sich Pilz. So. Und das ist das erste. Und jetzt machen wir hier noch ein Else mit dazu. Und jetzt können wir das Ganze hier, was wir hier geschrieben haben, kopieren. Wir wollen nur die Farbe ändern. Das heißt, wir zeichnen den Pilz nochmal und zeichnen ihn jetzt aber mit der Hintergrundfarbe. Das heißt, für das Auge sieht das so aus, als würde der verschwinden. So. Und damit habe ich mein Pilzfeld gezeichnet. Und das war's dann auch schon. So, jetzt gehe ich zurück und setze mir noch einen Return hin. So, das ist das nächste, was wir gemacht haben. Und jetzt müssen wir noch eine andere Sache machen. Und zwar müssen wir uns eine Hauptprozedur schreiben, die aufgerufen wird. Und die nennen wir Pilzspiel. Und da übergeben wir den Parameter Event. Das werden wir gleich noch berechnen, dieses Event. Jetzt soll der mir als erstes mal die Pilze auf den Bildschirm bringen. Und das mache ich einfach, indem ich sage, erstmal Pilzfeld anpflanzen. Und Pilzfeld, na, wir haben es genannt, zeichnen. Und das war es jetzt erstmal auch schon. Das hier ist unsere Hauptfunktion. Die wird noch wesentlich länger werden, aber im Moment reicht uns das erstmal. Wir wollen erstmal sehen, dass unser Zufallsgenerator uns zufällig Daten in das Feld setzt und dass die dann auch gezeichnet werden. Jetzt muss ich diese Funktion aber irgendwie aufrufen. Und das mache ich, indem ich jetzt hier nochmal unten in unser Grafikfenster reingehe und meinem Zähler, hier, dem hier, dort wo ich dann auch später reinschreiben werde, wie oft der das Feld durchlaufen soll, dem werde ich jetzt ein Event mitgeben und das mache ich, indem ich schreibe Zähler bind und er soll mir reagieren auf die Eingabetaste und das wird so definiert. Jetzt reagiert er auf die Eingabetaste und dann soll der Pilzspiel aufrufen und jetzt müsste das Ganze laufen. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. So, das Feld verändert sich noch nicht von der Größe. Ich kann auch noch gar nicht eingeben, wie oft er das durchlaufen wird. Die Skala hier oder diesen Schieberegler habe ich auch noch nicht angebunden. Wird uns jetzt einfach nur Pilzchen setzen. Und was hat er gemacht?
List Assignment out of range. Und da kommen wir gleich zu dem nächsten Problem. Wir haben das Feld noch nicht initiiert. So, und weil das Video jetzt schon relativ lang ist, werden wir das im nächsten Video machen. So, das tut mir jetzt so ein bisschen leid, aber ich denke, es ist wirklich zu lang, das Video. Und ich hoffe, euch hat das jetzt trotzdem gefallen, das Video. Dann gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann werden wir diese Initialisierung des Feldes vornehmen. Das ist nämlich ganz wichtig. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.